Herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, ohne lange Vorrede, Buch 4, Teil 2. Los geht die wilde Fahrt. Legen wir los. Geozentrisches Modell. In diesem Modell werden uns die scheinbaren Bewegungen präsentiert. Die Abdrücke der Felder, in denen sie sowohl enthalten sind, als auch von anderen Feldern umgeben werden. Die äußeren Felder scheinen die Bewegungen der inneren aufgesogen zu haben, jedoch behalten sie dabei auch ihre eigene Dynamik. Ja, das ist hier ganz gut zu erkennen. Man sieht diese Schlaufen, die jeder Planet, jeder Stern zieht, sind auch bekannt als Analemma. Hier haben wir ein Bild von Jupiters Analemma, so wie es aus unserer Perspektive zu beobachten ist. Die Höhe von Sonne und Mond. Durch die Nutzung der solaren Einfallswinkel pro Breitengrad und Jahreszeit können wir die Höhe berechnen, auf der sich die Sonne befindet. Während der Tag- und Nachtgleiche passiert die Sonne direkt über dem Äquator. Der Einfallswinkel für den meridiansten Moment beträgt dabei 90 Grad. Gleichzeitig zum Beispiel im Kreis des Steinbocks, der sich 2500 Kilometer vom Äquator entfernt befindet, beträgt der Einfallswinkel an einem Punkt mit derselben geografischen Höhe wie der vorher erwähnte Äquatorpunkt 90-30, also gleich 60 Grad. Somit entsteht ein rechtwinkliges Dreieck, dessen Winkel und die untere senkrechte Seite, die dem Abstand der beiden Breitenkreise entspricht und in unserem Beispiel 2500 Kilometer beträgt, bekannt sind. Also wir können das hier auf dem Bild sehr gut erkennen. Dort ergibt sich das rechtwinklige Dreieck und dann ist es ja einfache Geometrie, um ja, die Höhe der Sonne zu berechnen. Ne? Ein Punkt auf dem rechtwinkligen Dreieck. Mit Hilfe des Tangensgesetzes können wir die andere senkrechte Seite des Dreiecks berechnen, welche die Höhe der Sonne darstellt. Im zweiten Buch finden wir heraus, dass diese Höhe 5500 Kilometer beträgt. Also im zweiten Buch gibt es eine Episode bzw. ein Teil im Buch, wo das bereits berechnet wurde. Die Untersuchung des Schattens, den der Mond je nach seinem durchlaufenden Kreis wirft, führt uns zu dem Schluss, dass er bei der Frequenz seiner Bewegung in den breiten Kreisen dieselben Einfallswinkel mit dem Mondschein verursacht wie die Sonne, wenn diese durch die entsprechenden Kreise zieht. Somit schließen wir, dass der Mond sich ebenfalls ungefähr auf derselben Höhe wie der Sonne befindet, wenn auch ein wenig tiefer. Also, so wie wir die Höhe der Sonne berechnen, können wir auch die Höhe des Mondes berechnen, oder kann er. Ich selber kann das auch. Ist einfache Geometrie am Ende, aber man muss erstmal das System verstehen. Und hier auf dem Bild erkennen wir es nochmal ganz genau. Capricorn ist der Steinbock, dann haben wir den Äquator und die Sonne und der Mond, wie sie da langlaufen. Hier haben wir noch die Refraction, Refraktion, die ja, Brechung des Lichts, die dann letztendlich zu Sonne und Mond führt. Sternenregion und schwarze Sonnenspule. Die himmlische elektromagnetische Kuppel, in der die Sterne eingebettet sind, teilt sich in zwei Bereiche. Die Innenregion, die von der nördlichen Region der Erde aus beobachtet wird, und die äußere Region, die von den fernen südlichen Regionen der Erde aus klar erkennbar ist. Wir können nicht alle Schichten der Sternabdrücke sehen, aufgrund der Perspektive des Horizonts und der Höhe, auf der sie sich befinden. In der inneren Region bewegen sich die Sterne konvergent in Richtung Norden, während sie in der äußeren Region divergieren. Das liegt daran, dass die Sterne in der äußeren Region außerhalb der Grenzen des unteren kosmischen Strahlenkreises liegen. Daher scheinen ihre Bahnen aufgrund der Dynamik der Quellenbewegung auseinander zu streben. Folglich konvergieren die Sterne, die sich innerhalb des Kreises der unteren kosmischen Energie befinden, aufgrund der Geometrie der Bewegung der Quelle in Richtung Norden. Ja, das soll heißen, wir haben Sterne der inneren Region, die drehen sich ja, mehr kreisförmig um den Norden, einfach weil sie ja, näher sind und über der schwarzen Sonne bzw. der schwarzen Sonnenspule stehen. Und dann haben wir die in der äußeren Region, die sich mehr ja, gerade bewegen, einfach weil sie aus unserer Perspektive zu weit außen sind und dadurch außerhalb der Drehbewegung bzw. eine schwächere Drehbewegung. Daher kommt das zustande. Ja, kommen wir zur schwarzen Sonne bzw. die schwarze Sonnenspule. Ja, erinnert sehr an die Tesla-Spule. Ist sehr interessant.
Diese sich bewegende Quelle, welche die kosmische Energie in Gang setzt und wie eine Tesla-Spule wirkt, erzeugt in jedem Moment aufgrund der Position der Anregung unterschiedliche Winkel. Diese lassen die Sternbilder um den Polarstern mit einer anmutigen Geschwindigkeit rotieren. Gleichzeitig fängt sie die Sonne und den Mond in verschiedenen Positionen ein, wodurch wir ihre Bewegung mit unterschiedlichen relativen Geschwindigkeiten beobachten können. Diese beeindruckenden Bewegungen sind im Antikythera-Mechanismus detailliert beschrieben. Ja, der Antikythera-Mechanismus ist eine ziemlich interessante Sache. Da ist ja das so eine alte Maschine gefunden worden. Da habe ich sogar mal gehört, dass ein russisches Forscherteam das auf ein Alter von 1 Million Jahre geschätzt hat. Wenn ich mir so die Bodenepochen aus den anderen Videos angucke, könnte das vielleicht sogar sein. Wer weiß, wie alt die Erde ist und wie lange es schon intelligentes Leben gibt und immer wieder ausgelöscht wurde, denn die Erde ist ein Organismus, so wie wir auch. Ja, in diesem Mechanismus sind so ziemlich alle Dinge beschrieben, die auch hier in Vibes of Cosmos beschrieben sind. Und mit dieser Maschine lässt sich das alles berechnen, was hier als Theorie aufgestellt wird, ist durch die Maschine, die wurde ja dann quasi nachgebaut, beweisbar. Daher würde ich es eben empfehlen, den Antikythera-Mechanismus sich ein bisschen im Internet anzugucken. Eine Folge von mir gibt es auch dazu, da ist es aber nicht zu sehr ins Detail gegangen, weil es einfach eine ziemlich komplexe Maschine ist. Ja, schauen wir uns das Bild der Sonnenspule oder der schwarzen Sonne an. Während sich die Quelle, also die schwarze Sonne, spiralförmig in Endspiralen bewegt, schafft sie ständig wechselnde Bedingungen für den Einfall der kosmischen Strahlung von unten nach oben. Der Durchmesser d der Spirale der schwarzen Sonne ist dabei beträchtlich kleiner als der der großen Erde. Betrachten wir die Sterne als Abdrücke von Punkten auf der Erde selbst, so teilen wir die Erde und somit auch die Sterne in zwei Regionen auf. Diejenigen innerhalb des Durchmessers der abwärts gerichteten Spiralbewegung der schwarzen Sonne und diejenigen außerhalb davon. Erstere fängt Sterne ein, die gegen den Norden konvergieren, während letztere sich in die Weite erstreckt. Ja, also das, wie wir es vorher kurz angesprochen haben, zwei Bereiche, innere Region, äußere Region, und hier ist die Erklärung dazu, die schwarze Sonne ist beträchtlich kleiner, beziehungsweise die Spiralbewegung, der Durchmesser d, ist beträchtlich kleiner als die große Erde, daher kommen diese zwei Regionen zustande. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Im nächsten Video schauen wir uns verschiedene Plasmatypen an, bevor wir dann zu den Plasmatypen der Sonne, des Mondes und den Sternen übergehen. Das wird auch nochmal interessant und danach werden wir uns ein paar Karten anschauen, politische Karten und Ozeanografie. Wird auch sehr interessant, da ist es dann nicht mehr ganz so textlastig und für mich auch weniger zu übersetzen. Das war's von mir für heute. Liebe Leute, Glück auf!